Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Kaum eine Krankheit wird derzeit öffentlich so sehr diskutiert wie Covid-19. Viele Menschen haben Angst vor der Intensivstation oder sie haben Angst, womöglich daran zu sterben. Aber was ist, wenn man diese Krankheit überstanden hat? Gibt es eine Heilung davon? Man hört ja auch immer wieder von Spät- und von Langzeitfolgen. Was also hat es damit auf sich? In der Asklepios Klinik Nordheidberg gibt es die interdisziplinäre Long-Covid-Ambulanz. Und Dr. Marion Hagemann-Göbel ist die leitende Psychologin des Ambulanzzentrums der Asklepios Klinik Nord. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Hagemann-Göbel. Sagen Sie mir, über welche Symptome reden wir bei Langzeitfolgen? Ja, das sind ganz unterschiedliche Symptome. Man kann so sagen, es sind zwischen 50 und 100 beschrieben. Aber es gibt so Symptomgruppen. Und die Betroffenen, die sich bei uns in der Ambulanz vorstellen, haben vor allem Erschöpfung oder bleiernde Müdigkeit. Wir sagen da auch Fatigue zu. Mhm. Die haben Konzentrationsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, können sich die Dinge nicht merken. Aber auch so Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Gelenkschwellung oder auch Schmerzen kommen dazu. Und dann auch Schlafstörungen. Und dann das, was wir auch mit Covid-19 verbinden, Atemnot, vielleicht sowas so Kurzatmigkeit bei Belastung und Herzrasen. Also es gibt noch viele weitere, zum Beispiel auch der Haarausfall. 20% berichten von Haarausfall, die aber sehr unterschiedlich sind. Und wir haben auch bei knapp der Hälfte der Long-Covid-Patienten psychische Begleit- und Folgeerkrankungen wie Ängste, Depression oder auch traumatische Erlebnisse. Das heißt, das Krankheitsbild oder das Syndrom, was wir jetzt auch erst näher kennenlernen, ist sehr komplex. Ja, ja, und da wird ja dann wahrscheinlich auch eine ganze Menge unterschiedliche Ursachen haben, oder? Also wenn es über die Psyche geht, wenn es über den Kreislauf geht oder auch über die Haut, über die Haare. Ja, vielleicht gibt es unterschiedliche Ursachen. Also wir wissen eigentlich noch viel zu wenig über die Ursachen. Hier ist die Forschung gefragt. Und dann weiß man nicht genau, was richtet das Virus direkt an, was richtet vielleicht die folgende Immunabwehr im Kampf gegen das Virus an. Also, oder gibt es auch Fehlleitungen des Immunsystems? Die Frage, entsteht daraus vielleicht auch so etwas wie eine Autoimmunität? Und gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, dass wenn diese massiven Einschränkungen der Belastbarkeit da sind, auch die Seele so ins Wanken gerät. Genau. Jetzt nochmal zur Einordnung. Wir sprechen ja nicht über die akute Erkrankung an Corona, sage ich jetzt mal so landläufig, sondern über Spät- und Langzeitfolgen. Wie grenzen Sie das ab? Also Betroffene können sich bei uns vorstellen, 3 Monate nach der Covid-19-Erkrankung. Mhm. Es gibt jetzt recht gute Kriterien für die Eingrenzung. Man sagt, alles, was 4 Wochen nach der Infektion ist, ist die akute Phase. Dann 4 bis 12 Wochen ist die Postakutphase und Post-Covid ist dann ab 12 Wochen. Long-Covid ist ein Begriff, der im letzten Jahr vor allem aus dem Bereich der Betroffenen im amerikanischen und auch im englischsprachigen Raum, aber auch hier in Deutschland entstand, die dann berichteten, ich habe das zwar überstanden, aber ich bin nicht wie früher, ich habe immer noch die Folgen. Und da entstand dann der Begriff Long-Covid. Und wir fassen da alles darunter zusammen, dass Symptome fortbestehen, also seit der Infektion, oder auch neue Symptome auftreten. Weil das ist das wirklich Spannende an dem Krankheitsbild. Es kann immer noch den Rückschlag geben, dass neue Symptome auftreten. Aber bei uns, wie gesagt, und auch in vielen anderen Ambulanzen sind die 12 Wochen das Kriterium. Ja, und was heißt in dem Fall Ambulanz? Also wie ist das organisiert? Ich komme zu Ihnen, es wird ein Erstgespräch geben, darüber reden wir gleich noch. Aber Ambulanz heißt immer, was heißt das? Morgens hin, abends weg? Naja, ambulant heißt immer, Patienten sind zu Hause, sie übernachten zu Hause. Das ist der Unterschied zu stationär. Und teilstationär ist wiederum auch, dann geht man tagsüber in die Klinik und ist zu Hause. Naja, das hat auch was damit zu tun. Einige Patienten befinden sich ja zum Beispiel auch in einer stationären Reha-Klinik nach der Infektion, um dann überhaupt wieder, ich sag mal, einigermaßen wieder fit zu werden.
Und ambulant bedeutet, dass viele Patienten ja da den sogenannten milden Verlauf zu Hause auch auskuriert haben. Und trotzdem leiden sie unter diesen Long-Covid-Symptomen. Das heißt also, die Symptome treten relativ unabhängig davon auf, ob sie ins Krankenhaus gehen mussten während der Covid-19-Erkrankung oder es zu Hause auskuriert haben. Und wenn ich jetzt zu Ihnen komme, was passiert dann mit mir? Ich habe jetzt einen Termin ergattert und lerne ich Sie da kennen? Also ja, oder sozusagen Kolleginnen aus dem Team. Ja. Sie müssen erst einen sehr umfangreichen Fragebogen ausfüllen und den uns vorher zusenden. Das liegt daran, dass wir ganz verschiedene Organsysteme erfragen. Also einige Patienten befinden sich vielleicht schon bei Fachärzten, andere suchen noch nach Angeboten. Aber wir haben auch spezifische Fragen, die Covid-19 betreffen. Das heißt also, welche Symptome sind während der Erkrankung aufgetreten, welche sind immer noch da oder welche sind neu da? Das wird ziemlich kompliziert. Und hier vor allem natürlich die pneumologischen Symptome, kardiologische Beschwerden, neurologische Beschwerden, die psychischen Beschwerden. Und das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiges Maß, die Alltagsfunktion. Also kann ich noch für mich selbst sorgen? Kann ich schwere Hausarbeit machen? Wann bin ich erschöpft? Ist es das Fatigue, was ich habe, eher körperlich oder geistig oder beides? Wann entsteht die Erschöpfung? Weil die Erschöpfung zum Beispiel, wir nennen das auch Belastungsintoleranz, ist häufig nach einer Belastung. Also selbst ich sag mal, das Kaffeetrinken im kleinen Familienkreis kann noch einen Tag drauf oder mehrere Tage später zu so extremer Erschöpfung führen, dass die Betroffenen das Bett nicht verlassen. Mhm. Deswegen sind auch viele in der Wiedereingliederung gescheitert. Die beginnen dann mit 2-3 Stunden am Tag an ihrem alten Arbeitsplatz, weil sie alle wieder arbeiten wollen. Sie haben es ja überstanden. Und merken dann, es geht nicht, weil die Konzentration ist nicht da. Mhm. Einfache Rechenaufgaben funktionieren, sich Dinge merken. So das, was uns überhaupt keine Schwierigkeiten macht, wird auf einmal sehr schwer. Genau, und das Reizvolle an Ihrer Ambulanz ist ja, dass sie interdisziplinär ist. Also dass da ja auch ein großer Apparat dahinter steht, der körperliche und geistige Beschwerden und die man nicht zuordnen kann, auffangen kann. Wenn ich jetzt diesen Fragebogen ausgeführt habe, wo ich ja vielleicht auch endlich mal das habe darlegen können, was mich dann jetzt ja körperlich bewegt, wie geht es dann weiter in der Ambulanz? Ja, vorausgesetzt, Sie hatten Covid-19. Das ist natürlich auch wichtig. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und da grenzen wir uns auch ab. Das heißt, also wir alle sind ja von den Folgen der Pandemie und den Maßnahmen auch betroffen und haben unterschiedliche Effekte. Hier geht es wirklich darum, die Erkrankung an sich und ihren Langzeitfolgen. Also nicht die psychosozialen Folgen, die wir durch die Pandemie insgesamt ja auch alle haben. Ne? Genau. Genau. Dann gibt es ein sehr ausführliches Erstgespräch, wo wir auch erheben, wo vielleicht noch diagnostische Fragen offen sind. Weil es geht ja auch darum, Dinge auszuschließen. Mhm. Also man kann ja auch zwei Sachen haben. Also neben den Nervenschmerzen kann es ja auch eine andere Ursache geben. Und je nachdem, was noch fehlt, erfolgt dann die Zuweisung. Und hier haben wir in der Asklepios Klinik Nord einfach die sehr schöne Situation, sehr viel Synergien zu haben. Das heißt, es geht dann vielleicht weiter zur Abklärung von Kopfschmerzen oder auch von Schwindel geht es vielleicht weiter in die Neurologie zur weiteren Diagnostik. Oder vielleicht sogar in unser MVZ in die Neurologie. Mhm. Wenn die pneumologischen, also die Beschwerden mit der Lunge im Vordergrund stehen, dann können wir an die Kollegen in der Asklepios Klinik Barmbek verweisen. Und was auch sehr schön ist, ist, dass die Kolleginnen aus der Reha-Medizin und der Physiotherapie und Ergotherapie dabei sind, weil die Patienten eben unter diesen Konzentrationsstörungen leiden, sie einfache Dinge nicht mehr tun können und hier wieder, sag ich mal, ja, das wieder trainieren müssen oder auch damit lernen müssen, damit umzugehen. Viele sind sich auch unsicher, ob sie sich körperlich wieder belasten können. Ja, das ist natürlich dann wieder der Gang
ist es kardiologisch in Ordnung, kann man wieder. Und die Physiotherapie passt dann das Training an, zum Beispiel eine bestehende Fatigue an, weil man muss hier etwas anders trainieren als das, was man sozusagen vielleicht von früher kennt, ne? Dass man immer weiter belastet, sondern hier geht es darum, Grenzen zu spüren, aber sich trotzdem auch natürlich zu bewegen. Also es ist sehr individuell. Ja, und ich glaube, diese Erschöpfung, also diese Fatigue, die man ja vielleicht auch aus der Krebsmedizin kennt, die muss man sehr ernst nehmen. Also die kann man, glaube ich, nicht so, das ist nicht so, dass man sich darüber einfach so hinwegsetzen kann. Man kann gar nicht. Es ist so. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und naja, wie bei allen Erkrankungen, die man von außen nicht sieht, also ob es jetzt psychische Erkrankungen sind, Schmerzerkrankungen oder auch ein Diabetes, ist bei der Fatigue ist auch so, es ist kaum nachvollziehbar. Mhm. Aber es ist wirklich eine Erschöpfung, die nicht einfach weggeht, die da ist und die natürlich auch ihre, sage ich mal, Schwankungen hat, aber wirklich so massiv behindert. Und hier ist es, glaube ich, ganz wichtig, den Patienten auch zu begleiten, dass sie nicht das Gefühl haben, ich kann sowieso nichts machen und ich bin völlig hilflos. Ne? Weil das ist im Moment gerade die Situation. Ja, und wenn ich jetzt bei Ihnen also so ein, ich hatte ein Eingangsgespräch, ich hatte den Fragebogen ausgefüllt, es ist eine Diagnose vorgenommen worden an mir. Jetzt sagten Sie vorhin schon, Sie können Patienten weiterführen zu speziellen Fachabteilungen im Hause zum Beispiel auch. Gibt es da so einen typischen Verlauf für Patienten, die in die Ambulanz kommen, oder ist das alles noch zu neu? Also, dass jeder doch einen eigenen Weg hat? Ja, wir haben dadurch, dass wir eine neuropsychiatrische Long-Covid-Ambulanz sind, haben wir natürlich eine gewisse Auswahl an Patienten. Ne? Also es gibt auch Ambulanzen, die zum Beispiel rein pneumologisch sind. Mhm. Also wir haben vor allem die, die ich eben beschrieben hatte. Mhm. Und hier geht es dann weiter. Also sie bleiben erst einmal bei mir, bei uns Patientin. Und wir würden dann zum Beispiel gucken, wie ist es mit der Aufmerksamkeit oder dem Gedächtnis? Haben Sie da wirklich Minderungen? Gibt es da etwas, was man tun kann? Wie ist es mit der Erschöpfung? Brauchen Sie vielleicht ein bisschen Edukation, so nennen wir das, wie Sie mit den Symptomen umgehen, die bewältigen? Denn vieles, was im Bereich der chronischen Erkrankungen sind, ist erst einmal Wissensvermittlung. Die Patienten müssen erst einmal verstanden und auch, dass die Symptome für wahr befunden werden, also validiert werden. Und dann, damit sie im Prinzip Experten ihrer Erkrankung werden. Das ist ein ganz zentraler Bestandteil, wenn wir über andauernde Erkrankungen reden. Mhm. Also ich würde sie zur Expertin machen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Mhm. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!